das Circle Quiz mit Daniel Hock. Guten Abend zum 43. Circle Quiz und damit nochmal herzliche Glückwünsche an unseren Zuschauerkandidaten FB, der am 13. Juli um die 450 Euro spielen oder schlimmstenfalls vom schwarzen Feld wegrennen wird. Das werden wir dann sehen. Und jetzt ohne vernünftige Überleitung zu unserem heutigen Gast. Das ist der Jan vom Kanal 61 Minuten Sex. Und ich könnte jetzt Wortspiele ohne Ende machen, aber ich lasse es lieber. Penis. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jan und ich habe den YouTube-Kanal 61 Minuten Sex. Da erkläre ich Männern, ja, wie sie Probleme, die sie im Bereich der Sexualität haben, lösen können. Weil im Endeffekt kommt jeder früher oder später an die Stelle, dass er irgendwo nicht weiterkommt. Und genau da geht es darum, das zu lösen. Und jetzt bin ich hier und werde Spaß haben. Es ist Sendung 43 und ich freue mich auf Jan vom Kanal 61 Minuten Sex. Hi. Grüße dich. Hi. So, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ja, geht's gut? Soweit? Noch ja. Noch ja. Schauen wir mal, ob sich das gleich ändert. Ich wollte gerade sagen, das sehen wir dann gleich, wie das Ganze dann weiterläuft. Das haben ja viele gar nicht mitbekommen. Wir haben ja jetzt vor der Sendung so ein bisschen auch über Persönlichkeitsthemen gesprochen. Also fand ich ganz spannend vor allem, habe auch viel mitnehmen können. Wenn man deinen Kanal anschaut, ist das ja eher Sexualität, ne? Das Thema Sexualität. Ist das dann so ein neuer Bereich, in den du dich jetzt da so reinwurschelst, oder meinst du, da kann man da viel übernehmen von der Sexualität? Also ich finde, man sollte Persönlichkeit und Sexualität eben nicht voneinander trennen. Okay, gut. Weil Sexualität ja ein Teil ist, der einen sehr intimen und tief in der innersten, ja manchmal auch verborgen liegenden, in den Teilen liegt, ja. Wenn man den nach außen bringt. Mhm. Ja, dann kann es entweder sehr schön oder sehr problematisch sein. Und natürlich alles dazwischen. Und ich beschäftige mich ja vor allem damit, wie kann ich den Männern helfen, oder auch natürlich den Paaren, ja, weil wenn ich dem Mann helfe, helfe ich dem ganzen Paar. Wie kann ich ihm helfen, wenn er ein Problem hat, zu, wow, das ist aber wieder toll. Wie kann er diese Transformation schaffen? Und die ist natürlich sehr individuell. Ja. Und Individualität hängt mit der Person zusammen. Deswegen, denke ich, kann man es nicht trennen. Okay. Und wenn man sich deinen Kanal anguckt, beziehungsweise erstmal auch den Kanalnamen an sich, 61 Minuten 6, woher, ich habe mich schon lange gefragt, woher kommt diese 61? Ist das irgendeine Statistik, dass die Leute durchschnittlich 61 Minuten lang... Zum Glück nicht. Nein? Weil, also es kommt natürlich die Spekulation oft auf. Ja. Es kommt grundsätzlich erstmal aus dem Thema, dass ich, bevor ich den Kanal überhaupt gestartet habe, mir schon Gedanken gemacht habe zu dem Thema viel. Mhm. Und eines der größten Probleme von Männern ist das Zu-Früh-Kommen. Und das sind 61 Minuten Welten entfernt, ja, weil da geht es dann um vor dem Eindringen kommen, dabei die ersten 2 bis 3 Minuten. Aha. So, die meisten, so, die sich ja unwohl fühlen, damit kommen in den ersten 2 bis 3 Minuten. Und aus Erfahrung weiß ich, es gehen auch 61 Minuten und 61 ist so ein bisschen mehr als eine schon wahnsinnig viel klingende Stunde. Okay. Das ist natürlich für den Alltag vollkommener Quatsch, weil ich sage immer, wenn du keine Stunde joggen gehen kannst in hohem Tempo, ja, dann kannst du auch keine Stunde hoher Intensität Sex haben. So, dann kann man natürlich irgendwie eine Stunde Sex haben, um dann einen Rekord aufzustellen. Ist aber Quatsch. Es soll ja auch Spaß machen und soll variabel bleiben. Und sagen, ja, es muss ja auch nicht so sein, dass man so lange Sex hat. Aber das Versprechen, was dahinter steht, ist, dass es möglich ist. Und zwar für jeden Mann. Und ich sehe immer wieder, dass es so viel Zweifel gibt. Aha. Und dass Männer denken, ja, ich kann das nicht. Ich bin so. Aber ich sage immer, es ist nicht deine Schuld, dass du zu früh kommst. Du bist den falschen Weg gegangen bis jetzt, du hattest die falschen Vorbilder dabei und du hast von den Medien so viel Scheiß darüber gehört, dass du einfach verwirrt bist. Kein Wunder, dass du zu früh kommst. Aha. Und was heißt überhaupt zu früh? Das wissen die meisten schon mal gar nicht. Was bedeutet das Klar, eigentlich? Das kann man ja nicht wirklich irgendwie... es gibt ja keine Standardzahl, wo man sagt, da ist es jetzt zu früh. Genau, es geht um das Wohlbefinden. Ja. Und das ist bei diesen Männern nicht da. Und da reden wir in Deutschland, schätz mal, wie viele? Ha. 80 Millionen Bürger, Hälfte Männer, 40 Millionen. So, wenn du es ein bisschen rumrechnest, sind wir bei knapp 7 Millionen. Ja, ich hätte jetzt auch immer sowas mit 10 gesagt, ja. Es sind Millionen von Männern. Das ist Wahnsinn, ja. Hallo? Das kann man lösen. Das dauert 4, manchmal 6 Wochen. Aha. Dann ist das weg. Es kann doch nicht sein, dass wir in einer Welt leben, wo wir digitale Medien zur Verfügung haben, um Wissen rauszuhauen. Und dann haben noch so viele das Thema. Und ja, auf dem Kanal löst sich das Thema nicht. Wenn du jetzt die 400 Videos, die noch online sind, da, wenn du dir die anguckst, löst sich das Thema nicht automatisch. Ich habe das aus dem Fokus verloren in den Jahren, weil ich dann gemerkt habe, boah, da gibt es noch ein Thema, da gibt es noch ein Thema und war Opportunist.
Ich bin also einfach hingegangen und habe gesagt, ey, Moment, die wissen gar nicht, wie man perfektes Fingern, was ist das eigentlich? Was gibt es für Techniken? Was gibt es für andere Themen? Und habe dann alle Themen einfach behandelt, die mir vorgeschlagen wurden von Zuschauern. Und erst vor einem Jahr ungefähr habe ich meinen Fokus wieder sehr stark in diesen Bereich verlegt. Mhm. Aber es wird nicht mehr direkt auf YouTube sein, der Weg, wo die Männer wirklich dann eine Veränderung erreichen können. Ja. Weil ich gemerkt habe, dass auf YouTube die Bereitschaft, was zu verändern, relativ gering ist. Das ist eher so Drive-by-Snack-Content. Ich gehe mal hin, eine Sendung hier, genau, die ist cool, so die macht Spaß, dann sehe ich die Sendung und dann habe ich meinen Spaß. Und dann klicke ich wieder weg. Und dann nehme ich das nächste Video, genau. Ja, so. Und das ist bei den Sex-Videos so und das ist bei dir auch so. Die kommen hin, die konsumieren und die gehen wieder. Das ist aber nicht derjenige, der wirklich was verändern will. Der braucht am Anfang eine sehr hohe Motivation und von da aus kann er dann, wenn er den richtigen Weg kennt, entsprechend sein Ergebnis erreichen. Ja. Auf YouTube ist es eher so, ich mach mal, Weißt du, und so ein bisschen wie bei den Neujahrsvorsätzen, ne? Also, und da sind auch alle da. Also das ist so, als würdest du alle Neujahrsvorsätze von allen kombiniert machen und dafür eine Lösung finden. Ist ja Quatsch. Weil Sexualität ist individuell. Der eine hat das Thema zu früh kommen, aber ich wollte auch dem helfen, der sagt, ja, meine Freundin hat keine Lust auf Sex. Wie kriege ich das denn hin? Ja. Natürlich gibt es da 20 Ansätze für. Aber ich sag mal, jetzt ist es so, das Thema zu früh kommen ist für viele eine Blockade überhaupt, sich zu öffnen. Mhm. Oder auch für die Frau, die kann nicht auf ihre Kosten kommen in 2-3 Minuten. Das geht auch. Ja, also bei einem Quickie, das kann funktionieren, die kann auch innerhalb von 3 Sekunden feucht werden. Das geht. Aber es ist nicht der Dauer und der Normzustand. Und auch nicht der Normzustand für irgendeine Frau, die halt dauergeil ist. Mhm. Ja, dann sagt der Mann, ich brauche eine, die muss halt immer feucht sein. Quatsch. Ja. Sondern eigentlich willst du ja selber was erreichen und dafür eben der Kanal und der Kanalname. Wahnsinn. Also man merkt schon, das ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Also man kann da unfassbar lange drüber sprechen. Würde ich auch. Also ich könnte ich könnte eine Stunde lang erzählen. 61 Minuten könnten wir darüber sprechen. Locker. Wir sprechen auf jeden Fall dann später nochmal drüber im Interview, das am Mittwochabend kommt, nicht verpassen. Gehen wir noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Da haben wir dann auch noch ein klein bisschen wenig mehr Zeit. Aber jetzt wollen wir erstmal ein Quiz spielen. Ein fröhliches Quiz. Ich erkläre nochmal ganz kurz die Spielregeln. Du hast 9 Wissenskategorien mit jeweils 3 Fragen. Wenn du sie alle 3 richtig beantwortest, bekommst du den 50-Euro-Schein, der da liegt. Wenn nicht, dann nicht. Und dann gibt es noch das Fragezeichenfeld. Wenn du darauf kommst, bekommst du eine Kategorie zufällig zugewiesen. Kann aber nicht aufs schwarze Feld kommen. Und apropos schwarzes Feld, das ist unser beliebtestes Feld, wenn ich mal die Statistiken anschaue. Da bekommst du auch eine Frage gestellt, wenn du darauf kommst. Wenn du sie richtig beantwortest, darfst du weiterspielen. Wenn nicht, dann ist das Spiel an dieser Stelle, wie so oft, zu Ende. Passiert heute nicht. Ich bin zuversichtlich. Ich denke auch. Einfach positiv denken, dann passiert das schon nicht. Und Glück haben ist so auch so ein kleiner Tipp. Soweit. Fragen noch zu dem Spielablauf? Fragezeichen? Wann geht's los? Sofort! Du darfst drücken und dann bringen wir hoffentlich zur ersten Kategorie. 2. Zu den Stimmtsbehauptungen. Erste Behauptung. Der Mainzer Lerchenberg ist gar kein Berg. Das ist die erste Behauptung. Boah. jetzt komme ich zwar nicht aus der Gegend, aber ich habe Lerchenberg schon öfter gehört. Ich sag mal so, ich fahre morgen zum Fernsehgarten, wer mich sieht. Ja, aber ob das ein Berg ist oder nicht oder nur so heißt, ich sag einfach mal, Moment, ist kein Berg, also doppelt negativ. Ich muss jetzt nur sagen, ob es richtig oder falsch ist. Das stimmt, ob die Aussage falsch ist oder richtig ist. Du sagst, falsch. Ist falsch. Sie stimmt aber. Also es stimmt, es ist kein Berg. Es ist kein Berg. Ah, ja super. Dann hätten wir doch eine Kategorie schon mal raus. Gut, dann können wir uns das schon mal sparen. Sehr gut. Nein, also es wurde als Jubiläumssiedlung gegründet. Also es ist eigentlich ein Stadtteil, so ein kleines, kann man das vielleicht am besten zusammenfassen. Und der wurde bei der 2000-Jahr-Feier von Mainz, wurde dieser Stadtteil gegründet. Im Jahre 1962. Und der liegt nicht erhöht. Vielleicht minimal, aber es ist kein Berg. Es ist kein offizieller Berg. Ich will nicht argumentieren, du hast die Kohle eh schon eingesteckt. Wunderbar. Genau. Da lässt sich eh nichts mehr dran rütteln. Ich habe ja meine Security-Leute da stehen, die können im Zweifel dann noch eingreifen. Das zum Thema stimmt's. Das wäre dann abgehakt. Ja, siehste, haben wir doch das Quiz schon mal ordentlich begonnen.
Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass du den Rest der Kohle auch wieder einsteckst oder eben auch nicht. Ready? Absolut. Absolut, so richtig. Fünf. Es geht weiter mit der Musik. Erste Frage. Wird ja mal besser. Natürlich. Bin ich über einen Auftritt total wütend, stehe ich im schlimmsten Fall auf und Tambourin, Triangel, Flöte oder Schlagzeug? Ja, nochmal. Diesen Moment habe ich gewartet. Okay. Ja, erstmal irgendwie. Ja, D. Richtig. Ich finde allerdings Sachen zu schlagen gar nicht so schlimm. Also ich finde Personen zu schlagen viel schlimmer. Das ist richtig. Deswegen müsste ich mal überlegen, der schlimmste Fall ist für mich, schlag Menschen. Aber das passt natürlich vom Wortspiel nicht. Zack, nächste Frage. Bams. Vier. Fragezeichen. Das heißt, wir Ja. Weltweit. Das ist Frage Nummer 1. Apropos Grenzen überschreiten. Ohne Grenzen überschreiten kommst du nicht aus Deutschland raus. Ich wollte es gerade sagen. Und da kommt man auch nicht nach London, worum es jetzt geht. In London benutzt man mit dem Auto normalerweise den linken Hau ab, beweg dich, zieh von dann oder fahr weg. Ja, D, den linken Fahrweg. Richtig. Wenn man denn überhaupt Auto fährt in London, ist das nämlich keine gute Idee. Da ist so dermaßen viel los. Ist ganz schlimm, ja. Wir waren auch mal in London vor 2 Jahren und wir haben uns wirklich komplett nur auf die U-Bahn spezialisiert. Weil da kommst du ja mit der U-Bahn kommst du in London überall hin. Definitiv, die Tube ist... Das ist die beste Erfindung, seit es London gibt, ja. Ja, und vor allem funktioniert sie. Nicht so wie jetzt, nehmen wir mal an, Köln oder so. Wo du so denkst, ja, man kann da mal hin und her fahren, aber es ist irgendwie, naja, egal. Wir leben halt noch im Mittelalter in mancherlei Hinsicht. Oh ja, in sehr vielerlei Hinsicht sogar. Gut. Zack. Nächste Next Frage. One. Eins. Wieder Natur und Tiere. Ich würde ja sagen, gefällt mir, aber ich weiß auch nicht, was die Frage ist. Könnte jetzt alles kommen. Erste Frage. Bepflanze ich meine Steinmauer im Garten? Wachsen bestenfalls auf der zurückhaltender, uncooler, graue Maus oder Mauerblümchen? Wachsen bestenfalls. Bepflanze ich meine Steinmauer im Garten, wachsen bestenfalls auf der. Was? Der Satz. Braucht er noch ein bisschen. Der Wortwitz, der schlechte. Ja, gut, okay. Dann, ja, D, das war das Erste, was auch sinnvoll war. Ich habe jetzt erstmal wegen Groß- und Kleinschreibung geguckt, weil beim letzten war die Groß- und Kleinschreibung anders. Egal. Ja, D, Mauerblümchen. Ja. Ist das nicht toll? Genauso soll es weitergehen. Zack. Ja, genau. Geht's weiter. Hab ich? Nee. Ah, bin ich richtig getroffen? Jetzt. Oh, das war wieder die 1. Ah, nee, 2. Oder erstmal. Fragezeichen. Ey, wie viele Fragezeichen kriege ich noch? Dabei haben wir nur 2 Felder mit Fragezeichen. Wo springen wir denn? Technik. Technikaffin? Fragezeichen. Wie gesagt, beantworte ich erst nach der Frage. Doch, schon. Gut, keine Fallhöhe eingehen. Sehr schön. Bei einem überhitzten PC kommt es an auf die richtige oder richtigen Pflaster, Wärmflasche, Salbe oder Kühlung. Ja, D, Kühlung. Jawohl, schon wieder D. Zack. 5. Offensichtlich ein Vollprofi in Sachen Technik. Das hat man in dieser Frage auch super ausmachen können. 5, wir sind beim Allgemeinwissen. Jetzt kann wieder alles kommen. Oh, da habe ich nichts. Ich wollte gerade sagen, da ist Prioritäten... Vielleicht vorweg ein interessanter Einwurf dazu. Gerne. Was bringt dir heutzutage noch Wissen? Wir kriegen in der Schule immer gesagt, wir sollen Wissen, alles mögliche Wissen, Wissen. Ich sag nur, ja, zieh ich mein Handy aus der Tasche, da ist Wissen. Bringt mir das was? Mir? Vielleicht mehr als dem anderen, vielleicht weniger als dem anderen. Warum? Weil der Umgang mit dem Wissen, das ist, was wirklich zählt. Mhm. Ja, ich kann alle Informationen heute, zack, google ich mir den Scheiß zusammen. Mhm. Aber was wirklich relevant ist, ist, den Müll rauszusortieren und die Diamanten zu finden da drin.
Ja, jetzt nicht nur im monetären Sinne, juhu, Diamanten, Quatsch, sondern zu sagen, was ist wirklich cool? Gucken wir mal, aber jetzt. Ich würde sagen, ja, das ist ganz wichtig, dass man auch, wenn man auf die Schulzeit spricht, dass man sagt, das, was ich wirklich, dass ich vielleicht auch später beruflich machen werden wollen würde, dass ich das wirklich an Informationen behalte und den Rest, den braucht man dann wahrscheinlich eher weniger. Naja, in der Schule, wenn ich das System sehe, brauche ich den schon, weil ich will ja die Prüfung schaffen. Du brauchst ihn, okay, für die Sonst verschwende ich meine Zeit ja noch mehr, als ich es ohnehin tue. Also du brauchst es kurzzeitig, sagen wir es mal so. Genau, ich brauche es kurzfristig, aber nur, weil das System scheiße ist. Genau. Ja, und das System ist ja Lern... Okay, lassen wir das. Weiter geht's. Auch wieder ein sehr großes Thema. Aber es ist allgemein. Und jetzt kommt das Wissen. Ist man genervt, dass man für eine Bekannte wieder als Taxi dient? Nuschelt man womöglich? Gut, ich, Zeitraum, Epoche, Ära oder Phase? Definitiv fahre ich sie nicht. Die Antwort ist zwar trotzdem D, ich würde sie aber nicht fahren. Weil, wenn ich nämlich mehr habe als nur Wissen, dann sage ich, pass auf, ich habe keinen Bock. Und das ist super. Vor allem als Mann heutzutage bist du ja gewöhnt, ja, wir sind eigentlich nur da, um Frauen zu befriedigen. Jetzt nicht nur im sexuellen Sinne, sondern auch so irgendwie, what the fuck? Nö, wenn ich, naja, okay. Ja, D, ne? Ja, das ist richtig. Krass, wie schnell dieses Männer-Frauen-Thema aufkommen kann. Cool. Immer, bei jeder Frage eigentlich. Ja, man kann das überall irgendwie zurück. So, außer bei Tieren vielleicht, da ist es ein bisschen schwieriger. Ja, Zoophilie aber, ist ein super krasses Thema. Aber ich meine, Menschen fressen Tiere, ja, aber Sexualität, damit ist krass verpönt. Aber wie gesagt, spannendes anderes Thema, Zufall. Bam. Zum tausendsten Mal. Macht und Recht. Auch hier Frage Nummer 1. Bin ich als Gerichtszeuge von meiner Aussage überzeugt, behaupte ich das umgangssprachlich mit Fug und A da, B hast, C du, D recht? D. Die D-Antwort haben wir heute eher oft, ne? Das fällt mir. So sieht's aus. Achso, drücken, zack, ich habe eine Aufgabe hier. Jawohl. Du bist aktiv gefordert. Jetzt kommen wir zum... Liebsten hätte ich ja schon einen Joystick für das Licht, so... Aber genau, das ist dann dahin steuern, wo du es gerne hättest. So machen wir es ganz sicher nicht. Joystick ist übrigens auch ein schöner Name. Aber wir wollen ja nicht über Sex reden. Also. Vorname jetzt, oder? Nein. Okay. Ach so, ja, ich verstehe. Alles klar. Könntest du auch in eine Frage einbauen, wer weiß, was noch kommt. Genau, ich behalte mir das im Hinterkopf. Erste Persönlichkeitsfrage. In euren selbstgestalteten Kanalempfehlungen steht nicht Domtendo, Einfach Echt Julia, Channel 8 oder Raphael Maxden. Channel 8. Channel 8? Ja, C. Ja, richtig. Warum Domtendo? Ach, mit dem habe ich vor Ewigkeiten irgendwie mal gequatscht, geskypt, irgendwas. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Auf jeden Fall haben wir uns länger unterhalten und ich fand schon immer, dass der sehr ambitioniert sein Projekt vorantreibt und sich auch nicht von anderen reinreden lässt. Das finde ich immer... ist auch ein Qualitätsmerkmal, ja, sich abzugrenzen und zu sagen, nee, ich mache einfach, das ist mein Ding, das ziehe ich durch, egal was die anderen sagen, oh, du machst nur hier diese Nintendo oder diese kleinen heize-feize Comic-Spielchen. Ey, der hat da Bock drauf, go for it. Ja. Er hat absolut, Erfolg, ja, meine Güte. So, und dann haben wir angefangen, ich hatte früher eine relativ große Liste und ich glaube sogar, er steht jetzt noch drin, weil er der Einzige war, der irgendwann mal, als ich die Liste zusammengekürzt habe, so, mit denen habe ich eh keinen Kontakt mehr und so weiter und so fort. Und dann hat er, glaube ich, gesagt, hör mal, du hast mich da rausgenommen. Ich glaube, dass er das war damals. Und dann habe ich gesagt, krass, du, wie kommst du denn darauf? Ich dachte, das wird gar nicht mehr benutzt von YouTube, ne? So, weil das irgendwie die Bedeutung verloren hat. Meinte, nee, das wäre schon noch wichtig und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, scheiße, tut mir leid. Ich glaube, dass das mit ihm war. Ich habe so ein Gespräch mal geführt und ich meine, dass das mit ihm war. Und ja, meine Güte, wenn ihm das auch hilft und so... hat jetzt mit meinem Kanal nicht viel zu tun. Zielgruppe ist wahrscheinlich jede völlig andere. Heutzutage würde ich aus marketingtechnischer Sicht sagen, völliger Quatsch. Aber ich bin ja auch Mensch. Ja, wobei die Zielgruppe, ich glaube, also grundsätzlich, eure Videos sprechen ja eine etwas... Ja, wen etwas sprechen sie an? Was glaubst du von außen? Wahrscheinlich eine... Ja, wenn ich jetzt mal wirklich mit Altern sagen müsste, würde ich mal sagen, ab so 14 plus. Ja, Hauptzielgruppe ist ab 18. Ab 18, ja. Zumindest mittlerweile, so seit den letzten 3-4 Jahren, ist die Hauptzielgruppe 18 bis 25. Okay.
So, es gibt auch noch gibt ja verschiedene Altersspannen bei YouTube, die man sehen kann. Ja. Sind auch Ältere mit dabei, aber das ist in der Tat über 18. Hätte ich auch nicht gedacht. Und es sind nicht die Fake-Accounts, weil YouTube diesen Scheiß nämlich rausfiltert. Denkt man nicht? Machen sie aber ziemlich effizient und machen sie auch entsprechend natürlich für ihre Werbeempfehlungen. Die sind ja nicht blöd. Also der Algorithmus, da geht es um Kohle, ja, also denke ich zumindest mal. Also geht es denen darum, möglichst genau zu wissen, wem sie das zeigen. Die sind in der Tat über 18. Ich meine, vorher gibt es ja auch nicht viel Sinn, ja? Masturbationsübungen so. Also wie viele Menschen haben denn eine Beziehung, wo sie regelmäßig Sex haben, mit unter 18? Ja, die haben einige. Aber die das haben, die haben in der Regel, die erkunden einfach. Die sind kindlich neugierig, jugendlich neugierig. Ja. Aber wenn ich weiß, mit 17 hatte ein Drittel noch nicht das erste Mal. Die hatten also noch gar keinen Sex. Was sollen die sich denn angucken? Welche Finger benutze ich beim Fingern? Dass der sich, ich weiß noch gar nicht, wo das Loch ist. Ich habe das noch nie gespürt. Ist das feucht? Ist das wie? So, da stellst du dir andere Fragen. Die stellt sich aber nicht die Masse. Ich habe zwar auch mal so dazu ein Video gemacht, das Loch finden, so, ne? Weil da irgendwie völlig komische Vorstellungen geherrscht haben. Ja. Aber das Hauptthema ist für Erwachsene. Okay. Gut, das macht ja auch also vom logischen Ding her am meisten Sinn, dass man sagt, ab 18 und so weiter. Ne? Also trotzdem lag ich genau wie du falsch. Genau die gleiche falsche Vermutung. Und die hatte ich über Jahre, obwohl ich den Kanal und die Statistiken gesehen habe, dachte ich, das ist bestimmt fake. Aber wenn du Umfragen machst, wenn du Leute fragst, nämlich sprechen Leute an, ja, ich gucke den seit irgendwie einigen Jahren und die sind jetzt Mitte 20. Ja, und wenn die mir sagen, ich gucke den seit 5 Jahren, dann weiß ich, ah, okay, der hat mit 20 angefangen. Ja, guck, ja. Also, ich kann ja dann nicht gut, aber ein bisschen rechnen geht. Genau, und die jünger als 18 sind, die holen sich ihre Sexinfos bei Katja Krasavitz. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, aber ich weiß leider, dass es der Fall ist. Ja. Aber das wäre ein ganz anderes Thema, das ist eher ein politisches Thema. Und die Verantwortung in diesem Punkt, die vernachlässigt YouTube extrem. Und das ist YouTube, die ich da in der Pflicht sehe. Rechtlich gesehen bin ich noch nicht sicher. Werde ich bei Gelegenheit mal prüfen lassen, wenn ich genug Geld für die Anwälte habe. Aber da ist ganz großes Schindluder getrieben worden. Und ich laste es nicht Katja oder ihrem Management an, weil die nämlich eine Altersbeschränkung für einige Videos aufgrund von einer Anfrage von mir durchgesetzt haben. Ich aber von anderer Stelle weiß, dass YouTube grundsätzlich Werbung für Pornos auf ihrer Plattform nicht als altersbeschränkungswürdig ansehen. Das ist, finde ich, extrem, extrem bedenklich. Viel bedenklicher als das personelle, also das einzelne Verhalten jetzt von dieser Person, Katja oder Management oder so. Ja, die sehe ich da nicht in der Pflicht, diese Reglementierung zu machen. Die müsste von oben kommen. In vielerlei Hinsicht. Bei den Pranks genau die gleichen Geschichten. Ja? Bildrechtsverletzungen etc. Ja. Aber dort ist das Problem in meinen Augen im System. Und nicht bei einer einzelnen Person, weil die macht ihr Ding. Da kann man von halten, was man will. Ich halte nichts davon. Meine persönliche Meinung, aber ich bin jetzt vielleicht auch an einem anderen Punkt, als ein 14-Jähriger, der sich irgendwie, sorry 14-Jähriger da draußen, aber der sich einfach eine Wichsvorlage sucht und denkt, wie geil wäre das denn? Ja, da ist noch Raum nach oben. Also jetzt nicht nichts gegen sie persönlich, ne, aber die Art und Weise, wie das in den Videos läuft, das ist... Ja, genau. Machen wir weiter. Dann, ne? Nächste Frage. Zack, ich drück einfach mal Thema beenden. Ich komme hier nicht voran. Ich will ja die nächste Frage hören. Ich auch. Lila, Allgemeinwissen, zweite Frage. Und jetzt geht's um Mathematik. Welche Potenz bringt einem das höchste Ergebnis? 5 hoch 5, 4 hoch 6, 3 hoch 7 oder 2 hoch 12? Das könnte jetzt länger dauern. Meinst du, weil ich das nachrechne, aber das tue ich in der Tat. Ja, 2 hoch D, schon wieder D. D ist irgendwie die dicke Dora, Doppel-D. Also, warte mal, hoch 5. Nee, muss D sein. Kennen wir das alte Schachbrettprinzip. Wenn ich 12 sehe, 12 ist ziemlich hoch und da müsste ich bei den anderen 3 abziehen. 12, ne, 2, also D. So sieht's aus. Ja. Zack! Achso, ich darf noch nicht. Nee, alles gut. So. 3. Wieder am schwarzen Feld, wobei hier, mein Gott, das läuft. 3 hoch wie viel? 3 hoch 2. Felder weiter. Frage Nummer 2. Wessen Namensvetter, Vor- und Nachname ist wichtig,
war bereits Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Puh. Peter Altmaier, Gerd Müller, Martin Schulz oder Robert Habeck? Ja, keine Ahnung. Schade. Rheinland-Pfalz. Nee, keine Ahnung. Politik halte ich nicht viel von. Aha. Ich nehme mal C. Nicht wähle oder gehst du wählen? Dann ich gehe wählen, ich habe trotzdem nichts von dem Ergebnis. Okay. Aber egal, welches das ist. C. Dann kann ich ja auch kurz und schmerzlos machen. Es ist A. Ja, ja. So gut. Hätten wir das Thema auch erledigt. Peter Altmaier, Ministerpräsident, der längste durchgehend im Amt stehende Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Aller Zeiten. Bams. 6. Passend zum Thema. Oh Gott. Aber jetzt weißt du, warum ich mich nicht viel mit Politik beschäftige. Weil ich denke, Politik ist eigentlich das Reden darüber nicht viel wert. Gut, leider. Viel wichtiger ist jetzt nämlich Medien und Promis in der ersten Frage. Jetzt bin ich gespannt. Joachim Gerner, Leon Moreno und Philipp Höfer sind wohl einige der bekanntesten Figuren von GZSZ, Köln 50667, Rote Rosen oder der Lindenstraße. Oh, Moment, Gerner habe ich schon mal gehört. So sieht's aus. Ha, wo war denn das? Das ist ja 10 Jahre bestimmt her, also muss es eine alte Sendung sein. Der hat braune Haare. Ich bin gesichtsdement, insofern kann ich mir Gesichter nicht merken. Aber ich weiß, der hat braune Haare und immer so zur Seite gekämmt. Ha, das und das schon seit gefühlten 33 Jahren. Ja. Die anderen sagen mir alle gar nichts, aber gerne habe ich gehört. Und ich würde vermuten, dass es in meiner Jugend war, als irgendwer was geguckt hat, worauf ich keinen Bock hatte, aber es mitgeguckt habe, weil andere ferngesehen haben. Wir haben keinen Fernseher damals gehabt. Ich bin immer schon so ein bisschen anders aufgewachsen. Aha. Ich tippe auf A, GZSZ, weil das einfach was ist, was es schon ewig gibt und es kann eigentlich nur das oder die Lindenstraße sein. GZSZ ist kürzer und würde zur Jugend mehr passen, weil meine Jugend... Es muss A sein. Bah, ich bin überzeugt. Kurz gesagt, ist richtig. Ja! Eine Fernsehfrage richtig beantwortet. Ist das toll. Ich liebe es. Ey. Danke an... oh, scheiße, wer war denn das? An Joachim Gerner. An irgendeinen Schulfreund, der mich dazu quasi... gezwungen ist ja Quatsch, ne? Ich hab's mal ausgesucht. Egal, sag nächste Frage. Ohne den hätte ich die Frage falsch beantwortet. So, der hatte ich jetzt aber nicht aufs schwarze Feld gebracht, sondern der Würfel. Und da spielen wir jetzt die erste Frage. Nach einem Kampf von Boxer Schulz findet man sicher beim Ausscheidung, Ausschwitzung, Absonderung oder Achselschweiß. So, nochmal. Ja, den findet man hoffentlich überall. D. Achselschweiß. Ja! Und damit hast du dich grandios gerettet. zack, nächste Frage, Bombs. 6. So, ein paar sind schon raus, das springen wir ein bisschen weiter und sind jetzt wieder bei Medien und Promis, unserem Lieblingsthema, wie ich merke. Zweite Frage. Das kürzlich gelaufene 1000. Formel-1-Rennen wurde ausgerichtet in Australien, Spanien, China oder Brasilien. Ja, das kam wahrscheinlich im Fernsehen, ne? Würde ich mal vermuten. Das ist richtig. Boah. Bei RTL. Hab ich irgendwo was aufgeschnappt dazu? Formel 1. Ich verbinde es spontan mit China und ich vermute, dass ich irgendwann im Radio nicht schnell genug die Nachrichten wegdrücken konnte und die Information deswegen bei mir gelandet ist. Ich habe keine Ahnung. Und ich finde das ziemlich gut, dass ich keine Ahnung davon habe. Ich tippe C, China. Aber so aus dem... Weil ich glaube, dass ich im Radio mal ein Schnipsel, also ich drücke die Nachrichten generell weg, aus besagten Gründen. Schwachsinnige Informationen. Okay, da schließt sich der Kreis, ja. Und, der Kreis. Bumm! Ja. So viele Wortspielmöglichkeiten heute, ist es unfassbar. Ja, also ich tippe auf C, einfach nur, weil ich das irgendwo mal gehört habe. Das 1000. Formel-1-Rennen fand statt in China. Tatsache! Da sieht man mal, wie wenig. Ja, wir sagen immer, wir lernen durch Wiederholung, wird dir in der Schule beigebracht. Das ist total bescheuert. Ja, ich weiß gar nicht, wie die auf die Idee kommen. Aber, ist doch total bescheuert, oder? Ja. Nimm dir mal eine Nadel und steck die an irgendeiner Stelle in deinen Körper.
besser nicht. Du kannst erstens sicher sein, du wirst beim zweiten Mal schon vorher wissen, das wird gleich wehtun. Du machst es nicht wieder und du fängst auch nicht an, alle anderen Stellen zu testen an deinem Körper, ob die nicht auch wehtun. Weil du übertragen. Also ich stehe auf Schmerz, das hatten wir ja schon. Okay, das wäre was anderes. Aber worauf ich in diesem Moment hinaus will, ist, dass du eine Emotion damit verknüpfst. In dem Fall jetzt ganz simpel Schmerz. Klar. Die willst du nicht wieder haben, also passt du dich an. Wenn ich die Information haben will, so wie in dem Fall, ah, China, ich war mal ein Jahr in China, ich spreche Chinesisch, ah ja, China, ah, jetzt stelle ich mir vor, wie Rennwagen in China rumfahren. Sinnlose Information, Radio aus, Thema erledigt. Trotzdem speichert er das, weil ich eine Emotion zu China habe, und zwar eine starke. Weil ich da viel Zeit verbracht habe, mich weiterentwickeln konnte, Kampfkunst gelernt habe und so weiter. Aha. Also verknüpft das. Das heißt, ich sollte jetzt besser nichts Falsches sagen? Nee, ach, ist doch egal. Kannst du Witze machen ohne Ende. Ich meine, bei uns Deutsche gibt es genug zu lachen, ja? Wir machen uns darüber lustig, dass die auf die Straße rotzen. Selber rotzen wir ein Stück Papier und stecken uns das in die Tasche. Also ich meine, wir denken halt, wir sind die Coolsten. Denken die von sich auch. Wenn du beide Welten kennst, weißt du, ja, jeder ist halt irgendwie der Coolste und gleichzeitig auch der größte Depp, ja? Und da gehöre ich zu, um Gottes Willen. Ich benutze immer noch Taschentücher. Okay. Zack. 3? Fragezeichen? Musik! Oh, nee. Oh, doch. Frage 2. Zu den Fanta 4. Fast. Großen europaweiten Erfolg erlangten 2012-2013 die internationalen Versionen eines Songs über ein Ferkel, Küken, Lamm oder Fohlen. Ich kann mich an diesen Song noch gut erinnern. Ein ekelhafter Ohrwurm. Ja, das ist auch sowas. Ohrwürmer, dafür habe ich Oropax. Ich muss es auf der Arbeit hören, da kann ich sowas leider nicht nutzen. Fohlen passt nicht rein, weil es ist ein zu großes Tier. Die meisten Leute stehen auf kleine, süße Tiere. Darunter fallen alle drei anderen, A, B und C. Das ist schon mal gut. Ferkel, die meisten Leute haben ein Problem damit, Ferkel süß zu finden, außer bei Schweinchen Babe, da haben sie es geschafft. Dazu brauchten sie aber, glaube ich, ein Bild. Ich weiß nicht, ob sie das hinkriegen. Lamm klingt ziemlich irgendwie so Kirchending. Ich tippe mal einfach, B, Küken ist doch total, klingt auch Quatsch, für mich spricht das alles nicht an, aber nicht ohne Grund kenne ich den Song nicht. Aber wenn ich jetzt in die Schlagerecke denke und Schlager sind mit die erfolgreichsten Songs, da geht's auch viel um diese Bauernkultgeschichte. Scheiße, ich kann nur spekulieren. Spekulieren gefällt mir gar nicht, aber anrufen kann ich dazu auch niemanden, weil da wäre es mir schon peinlich zu fragen. Da schalte ich lieber bei Musik aus und tippe einfach mal auf A, weil ich Schweine cool finde. Und die sind schlauer als Hunde und die Leute fressen sie trotzdem, also ich inklusive mittlerweile, aber ich tippe mal auf A. Il Pulcino Pio hieß der Song, er kam aus Italien ursprünglich, vom Interpreten Radio Globo. Und Il Pulcino Pio, wenn man das auf Deutsch übersetzt, heißt das so viel wie das kleine Küken piept. Tja, dann bitteschön. Es ist das Offensichtlichste gewesen, sozusagen. Ah, wäre es ein deutscher Song gewesen? Es ist tatsächlich ein italienischer Song, der in Europa viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und sehr. Wissen die Leute im Durchschnitt, was das bedeutet? Was Küken, also dass das Küken bedeutet? Nee. Weil in Deutschland kam der Song halt auch als das kleine Küken piept raus. Ah ja, okay, doch. Deswegen, also es wurde auch übersetzt und alles. Ah, ja. Es wurde in viele Sprachen übersetzt. Und deswegen. Lass mal sehen, so funktioniert meine Medienabstinenz. Funktioniert so krass, dass ich den Song noch nie gehört habe. Vielleicht hörst du ihn ja, wenn man ihn vorspielt, keine Ahnung. Das könnte ja sein, dass man den dann vielleicht irgendwie schon mal gehört hat, aber aus urheberrechtlichen Gründen kann ich ihn jetzt nicht einspielen an dieser Stelle. Dann mache ich einfach weiter. Zack. Weg von der Musik, das ist gut. 5. Und jetzt sind wir wieder auf dem schwarzen Feld. Ob das so gut ist? Die Chance, als Erster auszuscheiden, ohne je irgendeinen Kohle eingesackt zu haben, das fände ich gut. Oh, das ist schon oft passiert. Da gibt es so einige Geschichten, aber ich habe sie schon zu oft erzählt.
Spielt Pro7-Moderator Schölermann in einem Fußballmatch, darf auch mal der abseits gehen, Ecke ausführen, einwerfen oder Tore schießen? So, wenn man den jetzt nicht kennt, ist es schwierig. Vielleicht sogar. Wobei, nö, doch gar nicht so schwierig. Hinter der Kamera wird schon gelacht. Ja. Ja, ich nehme mal B. Das andere. Ecke ausführen? Ja. Mit irgendwem irgendwo hingehen, ergibt für mich alles keinen Sinn. Obwohl ich weder die Namen irgendwie kenne, das sind ja, nehme ich mal an, Anlehnungen an die Namen von irgendwem. Kenne ich nichts von, aber irgendwen zu schießen, irgendwen zu werfen oder irgendwen zu gehen geht nicht, aber jemanden ausführen kann ich. Das ist der einzige Übertrag, den ich hinkriege, sprachlich. Okay. Nehmen wir B. Dann nehmen wir B. Sonst haben wir mehr Zeit zu quatschen, die brauchen wir eh. Ich wollte ja sagen, da können wir dann in dem Interview ein bisschen länger machen. Es geht um den Moderator und damit ist das Spiel auch gleich aufgelöst. Tore Schülermann. Tore schießen. Ja, und warum darf er den schießen? Nee, das ist der Wortwitz. Ah, ja, siehst du, zack. Nee, das war's. Ja, eben, genau. Zack, vorbei. Ach so, deswegen jetzt. Muss ich auch erstmal, ne? Ja, wunderbar. Okay, das wär's dann gewesen. Hast du noch, bevor wir jetzt die Sendung erstmal vollständig abschließen, irgendwas zu sagen? Ja, es hat Spaß gemacht und es war genauso locker, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist gut. Weil der Gewinn ist nicht Kohle einzustreichen, genauso wie im Leben. Der Gewinn ist Erfahrung zu sammeln und die kann man immer sammeln. Und das ist vielleicht das Letzte, was ich so euch mit da draußen noch auf den Weg geben will. Es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die Gewinner und es gibt die Verlierer. Und du entscheidest dich in jedem Moment, wer du sein willst. Wenn du jetzt wie hier sagst, boah, ich hätte doch, wie viel Kohle, ja, alle 250, keine Ahnung, ein paar hundert Euro haben können. Und du sagst, jetzt habe ich die nicht. Was habe ich denn gewonnen in dem Moment? Ich habe eine Erfahrung gemacht. Ich habe gesehen, was ist mir wichtig im Leben. Ich habe alle möglichen Dinge, kann ich aufzählen, die mich bereichert haben. Außer der Kohle in dem Moment. Ist das jetzt schlimm? Wenn ich die Kohle bräuchte, um zu überleben, okay, dann ist es schlimm. Wenn es heißt, ich kann morgen nichts zu essen kaufen, deswegen ist das doof. Und dann kann ich sagen, oh, das ist aber doof. Dann bin ich immer noch im Verlierer-Mindset. Ich kann aber auch sagen, ja, gut, das hat nicht geklappt, jetzt suche ich mir die nächste Möglichkeit, wie ich was zu essen kriege, weil ich bin ja noch nicht verhungert. 3 Tage nichts essen geht locker, eine Woche auch. Leute fasten einfach so. Warum ist also, oh, ich habe kein Essen, kein Geld für Essen, oh, gib mir Geld für Essen. Ey, wo ist denn das Problem? Isst du halt mal eine Woche nichts. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, wofür brauche ich die Kohle? Ja, hier wirst du versorgt. Wenn du wirklich Hunger hast und zitterst und sonst irgendwas vorm Supermarkt stehst und du fragst die Leute, könntest du mir bitte irgendwas, egal was zu essen, von da drin mitbringen, ich kann es mir nicht leisten. Da gibt dir doch jeder Dritte gibt dir doch was wenigstens. Kannst du locker über die Runden kommen. Und deswegen den Gewinn sehen, den ich habe, bei der Erfahrung. Ich muss jetzt am Supermarkt nicht betteln gehen, weil ich das Geld nicht kriege. Also kann ich doch einfach froh sein. Und sagen, hey, hat Spaß gemacht mit dir vorher zu quatschen. Gleich kommt ein Interview, wir haben Zeit. Ich habe eh mehr gequatscht als irgendwas anderes. Und das finde ich auch ein Gewinn. Ich konnte jetzt einen Menschen wie dich erreichen und zwar intensiv, sonst hättest du ja nicht bis zum Ende geguckt. Ja? Wer guckt eine Sendung an, die scheiße ist? Du hast bis zum Ende geguckt. Dann sag mir doch mal, was hat dich an der Sendung am meisten begeistert? Denn darum geht's ja. Begeisterung zu wecken in Menschen wie dir, die jetzt schon das cool finden, aber vielleicht geht's ja noch besser. Es geht immer besser. Also, das ist mein Wahlspruch. Entscheide dich für dein Leben, weil du bist der Chef. So sieht's mal aus. Und abschließend gibt's zu sagen, wenn man kein Geld hat, dann geht man nicht in die Quizshow, sondern zum Sozialamt. Wahrscheinlich eher dann. Ja, oder so. Genau. abschließend gesagt. Dann vielen Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast. Vielen Dank. Und wir sehen uns wieder in Sendung 44 beim Zweifel Quiz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.